Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einer weiteren Sprint to Glory mit 1860 aus der dritten Liga in die Champions League. Und jetzt will ich von euch mal richtig krassen Support in Form von Likes sehen, Jungs. Schmettert mal allen den Daumen nach oben auf das Video, vielleicht knacken wir ja die 200 Likes. Kommentiert gerne auch mit weiteren SDG-Teams als Vorschläge, weil jetzt die kommende SDG-Woche vor der Tür steht. Heute Sonntag bis nächsten Sonntag jeden Tag eine SDG, 8 SDGs in Serie. Ich bin richtig hyped, Jungs, an der Stelle auch, lasst gerne einen Kosten. Loses Abo da, um nichts mehr zu verpassen, und checkt hier oben über das E-Mail die Folge von heute früh ab. Um 11 Uhr kam auf meinem Kanal eine neue Folge Karriere-Bingo, eine komplett neue Karrieremodus-Serie, die wir so ein Stück weit ins Leben gerufen haben. Soweit vom Intro, Jungs. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Die Facecam verschwindet. Let's go! Bevor ich es vergesse, Jungs, die SDG-Woche steht vor der Tür, also gerne mal kommentieren. Ich habe es zwar im Intro gesagt, aber hier nochmal wirklich der Aufruf. Kommentiert gerne unten in den Kommentaren, checkt gerne das Video ab von heute früh und checkt gerne auch Makestay 2 ab. Mit dem kam das Video heute früh zusammen, und gleichzeitig, wenn ihr Bock habt, nach der SDG noch eine SDG zu sehen, ist um 19 Uhr auch gleichzeitig bei ihm eine Paris Saint-Germain SDG online gekommen. Gerne auch hier vorbeischauen, Jungs. Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt aber wirklich, jetzt kommt das kleine Weihnachtsintro und dann geht's zum Video. Bevor das Video losgeht, habt ihr die Chance, was zu gewinnen. Zusammen mit OneFootball verlose ich unter all meinen Abonnenten dreimal die OneFootball Geschenkebox inklusive FIFA 19 auf der Konsole eurer Wahl. Alles, was ihr dafür tun müsst, kommentiert das Video mit Hashtag LechesArmy und abonniert den Kanal. Link zu der kostenlosen App OneFootball ist in der Videobeschreibung. Viel Glück und viel Spaß beim Video. Gewinnsaison Nummer 1, Wenn Sühl, Livington und Orebro, ganz komische Teams, sind die Gegner hier von vornherein. Das ist das Team, das bringe ich jetzt mal auf Vordermann und stelle es euch gleich vor. Kaum Änderungen, es bleibt eigentlich knapp genauso wie zu Beginn. Ich weiß gar nicht wen, aber ich glaube, Wein habe ich hier ersetzt durch Weber. Und jetzt heißt es für uns, Jungs, das Team auf Vordermann bringen. Es wird direkt in Saison Nummer 1 der Riesenumbruch. Ich bin gewillt, sehr viele Spieler direkt zu verkaufen und dann auch direkt mal zu investieren. Wir haben von vornherein Geld mit der 60% Erhöhung von 5,33 Millionen. Im Vorbereitungsturnier können knapp 1,5 Millionen dazukommen. Und dann gucken wir einfach mal, was sich in Sachen Transfers machen lässt. Endstation Halbfinale gegen Tromsø. Wir haben also 1-1 gespielt und dann unglücklich im Elfmeterschießen verloren, aber wir waren immer im Halbfinale nach einer Auftaktniederlage zurückgekommen. Budget erhöht, 6,18 Millionen, und wir wollen ein paar Spieler verkaufen. Alle Abgänge, alle Zugänge natürlich gleich in der Übersicht. So, die ersten Abgänge sind zu vermelden und wahrscheinlich bleibt es auch bei den Zierreis wechselt zu Kapi, 560.000. Tiller, der eigentliche Stammkeeper, zu Shimizu, 410.000. Kindsvater zu La Equidad, 500.000. Severings für 250.000 zu Böde. Die waren, glaube ich, auch Gegner im Vorbereitungsturnier. Und jetzt heißt es hier, Geld auf dem Konto in Höhe von knapp 8 Millionen und wir wollen Neuzugänge. Ich setze mich dran. Die Kaderplanung ist abgeschlossen. Früchtl kam vom FC Bayern München für knapp unter 1 Million. Bailly kam von Brügge, wenn mich nicht alles täuscht, 450.000. Chong von Manchester United, 680.000. Pellegrini kommt von der AS Roma, 1 Million. Marktwertgerecht Ampadu vom FC Chelsea für 920.000. Dann haben wir hier Cochrane, der kam, ich weiß nicht, irgendwo aus Schottland, 700.000. Smith Rowe für nicht mal eine halbe Million vom FC Arsenal. Auch vom FC Arsenal kann Edward Nketiah, den kennen viele von euch wahrscheinlich auch, 720.000. Ich stelle das Team auf Vordermann und dann sehen wir uns gleich. Das ist das Team und wir sehen, Weber ist als einziger noch übrig geblieben. Genauso auch wie Paul hier, und den Pekiroglu können wir doch, glaube ich, noch austauschen. Wir haben doch noch einen Neuzugang hier auf der Bank. Oder auch nicht, nee, da habe ich mich wohl vertan. Ja, also bis auf 3 Spiele das Team komplett rundum erneuert. Das braucht alles Zeit, es hat aber riesen Potenzial. Mindestens jeder hat ein Potenzial von einer 83. Und das ist absolut krass, Jungs. Manche sogar auf die 5, 6, 87. Wir simulieren das Ding durch und wir sehen uns am Winter der ersten Saison. Die erste richtig heftige Transferphase ist über die Bühne gegangen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Geld, müssen aber später noch Transferverträge verlängern, weil das aktuell nicht unbedingt gewollt ist von den meisten Spielern. Wintertransferphase. Also zu Beginn heißt es natürlich immer hoffen, dass der Vorstand an uns glaubt. Wir sind auf Platz 12, das ist in Ordnung. Ich habe gar nicht zu viele oder zu hohe Erwartungen gehabt. Im Hintergrund seht ihr, unser Team ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Das nächste Ziel natürlich, das Team komplett auf allen Positionen abzugraden, bedeutet einen neuen Zehner, neuen Innenverteidiger, neuen Rechtsverteidiger. Das Ganze dann in der nächsten Saison. Und natürlich dann auch gleichzeitig, was das Rating angeht, als nächstes Ziel, überall eine 70 als Gesamtrating zu erreichen. Ob das ganze Ding ein Stück weit näher gekommen ist am Ende der Saison, sehen wir gleich. Die Saison ist jetzt gleich zu Ende, sie neigt sich dem Ende zu, das letzte Spiel gegen Carl Zeiss Jena, dann ist der 19. Mai und für uns heißt es hoffentlich noch im Amt, ja, ist zwar roter Bereich, aber wir haben uns nochmal verbessert, sind auf Platz 10, können darauf definitiv aufbauen, das ist unser Team im Hintergrund. Wir haben natürlich ein paar Spiele, die jetzt kurz vor der 70 stehen, nächstes Jahr soll einiges geändert werden, ich muss aber noch ein paar Verträge verlängern und dann ist es für euch nur ein Cut, Saison Nummer 2. Zweite Saison, Willem II, Zwolle und Regensburg sind die Gegner, das nochmal ganz kurz unser Team. Wir haben es tatsächlich geschafft, mit Chong und Früchtl schon 2 Spiele auf der 70, nur 2,75 Millionen an Transferbudget. Das ist natürlich gar nichts, weil man bedenkt, dass man natürlich auch noch Verträge verlängern muss.
und ja, das ganze Ding dann echt extrem knapp wird. Das Vorbereitungsturnier ist ziemlich früh zu Ende. Wir scheiden nach der Gruppenphase aus, werden alles mal dabei, vom Auftaktpunkt bis zu einer Niederlage und natürlich auch noch ein Sieg. 4 Punkte haben allerdings nicht gereicht, um weiterzukommen. Und jetzt, Jungs, werde ich euch natürlich nachher wieder rund um die kompletten Neuzugänge und natürlich auch Abgänge informieren. Die Abgänge, und dabei wird es auch bleiben. Philipp Steiner zu Querétaro, 890.000. Berzel zu Al-Faya, 250.000. Abruzzia zu Al-Qadisiya, 210.000. Grimaldi, der bisherige Top-Abgang, zu Venazur für über 1,2 Millionen. Und jetzt heißt es, von dem Geld nach allen Vertragsverlängerungen vielleicht noch 1-2 Spieler verpflichten. Ist doch noch ein Spieler verkauft. Beki Roglu wechselt noch zu Kapi. Letztes Jahr ist er, glaube ich, auch schon mal ein Spieler von uns hingewechselt. Der Saisonauftakt lief durchaus überraschend gut. 2 Spiele, 2 Siege. Ich habe auch schon einen Neuzugang, will aber noch einen zweiten dazu holen und die stelle ich euch dann natürlich alle mal wieder gebündelt vor. So, übrigens, das Konto ist leer. Ich habe eigentlich hier noch vorgehabt, Wagnoman zu holen, aber der fällt leider flach. Wir haben Diop geholt, Gallon Ragusa kam vom freien Markt, Diop aus Monaco für 3,2 Millionen. Dann haben wir hier noch Jordan Bayer, der leider zu viel Gehalt bekommt. Der hat zuvor 2.600 bei Gladbach bekommen und ich war in der falschen Zeile und habe 20.000 gemacht anstatt 2.000. Somit sind das die 2 Neuzugänge und direkt natürlich hier auch noch im Übergang als Überblick die Transfers, Spieler, die wir verkauft haben. Da gucken wir ganz kurz mal drauf, Jungs. Wir sehen hier Bayer, Gallon, Ragusa und auch Diop. Verkauft haben wir Berzel, Abruzzia, Grimaldi, Beki Roglu, Steinhardt. Ich glaube, die sind aber alle schon bekannt. Das also die Abgänge, die Neuzugänge habt ihr auch gesehen. Das Ganze einfach nur vom freien Markt, dass der Kader in der Breite wieder ein Stück weit besser aufgestellt wird. Paul wird ersetzt hier durch den Neuzugang Bayer aus Gladbach. Und dann ist das unser Team, Jungs, das uns jetzt begleiten kann. Im Hintergrund seht ihr es. Wir sehen uns dann also am 1. Januar. Wir sind übrigens gegen den KSC 3:1 weitergekommen im DFB-Pokal. Haben aktuell in der Liga 5 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden. Und es sieht sehr, sehr gut aus. 1. Januar ist wieder mal der Stichtag. Wintertransferphase in Sachen Transfers wird bei uns nichts mehr passieren. Wir sind auf Platz 1, 8 Punkte vor dem SC Paderborn. Also da doch schon ziemlich deutlich vorne dabei. Das Team nimmt weiter Fahrt auf. Weber, Bayer, ja gut, 2 zentrale Mittelfeldspieler. Okay, wir sind jetzt also noch bei 5 Spielern, die 70 noch nicht erreicht haben. Das ist aber deutlich über den Erwartungen eigentlich. Und es läuft hier absolut top. Wir haben nur 2 Spiele verloren, Jungs, und deshalb verlieren wir gar nicht viel Zeit. Wir gucken noch ganz kurz auf den DFB-Pokal. Da sind wir nicht mehr dabei. Aus in Runde 2 hier bei Carl Zeiss Jena. Das kann passieren. Wir gehen ans Ende der Saison und gucken, ob es für den Aufstieg gereicht hat. Saison zu Ende hat es gereicht für den Aufstieg. Ja, und das deutlich. 12 Punkte vor Paderborn, der Kaiserslautern und der VfR Aalen dürfen hier also ja ganz knapp sich trennen. Also Kaiserslautern ist auf Platz 3. Die dürfen in die Relegation. Der VfR Aalen muss leider noch ein weiteres Jahr drittgleisig spielen. Wir haben den Top-Torjäger mit Swift, Rowe und auch Chong ist oben dabei. Absolut krasses Team, Jungs. Wir sind auf einem überragenden Weg und gehen deshalb direkt in Saison Nummer 3. Wir brauchen einfach weiter Potenzial, weiter Zeit. Das Team wächst von alleine. Saison Nummer 3 mit Jelen Brahn und Valeringa sind die Gegner im Vorbereitungsturnier. Das nochmal ganz kurz im Hintergrund unser Team. Ich habe bereits alle Verträge verlängert. Wir haben nicht mehr so viel Geld. 3,5 Millionen. Ich werde gucken, dass wir vielleicht ein paar freie Spiele bekommen, im Vorbereitungsturnier gleichzeitig weit kommen. Vielleicht auch einen Spieler verkauft bekommen, sodass man dann 1-2 Neuzugänge vorstellen kann. Vorbereitungsturnier endet für uns im Halbfinale. Nachdem wir in der Gruppenphase alle 3 Spiele ziemlich souverän für uns entscheiden konnten, ist es hier eine 1-2 Niederlage. Kann aber passieren. Bedeutet jetzt, wir konzentrieren uns auf die 2. Bundesliga, wo wir ja mittlerweile sind, weil wir letztes Jahr aufgestiegen sind. Mit dem Vorbereitungsturnier stehen wir bei 6,12 Millionen und 2 Verkäufen, die ich euch jetzt direkt mal vorstellen kann. Jungs, wir haben nämlich 2 Spieler verkauft. Eigentlich sollte Wein verkauft worden sein oder doch nicht. Wein kam zwar zur Übereinkunft, aber ist dann nicht über die Bühne gegangen. Es ist nur hier Stefan Lex verkauft worden. Neben Lex ist der 2. Abgang zu vermelden. Hier Quirin Moll wechselt zum St. Pauli, ligaintern also. Und somit war es das dann auch. Weil der Kader ziemlich klein ist, also nicht so breit bestückt, können wir auch nicht wirklich viel mehr einkaufen. Ich habe bereits einen Neuzugang. Johannes Eggestein soll der nächste werden. Und dann, stelle ich euch kurz alle 3 Neuzugänge vor. Und dann gehen wir auch schon direkt in den Winter. So, Jungs, es hat ewig gedauert. Ein langes Hin und Her. Endlich ist er da. Eggestein, 3,25 Millionen. Sehr, sehr viel Gehalt. Im Wiener hatten wir zuvor geholt vom FC Bayern, einfach als Backup, hatte eine sehr niedrige Freigabesumme, wird auch ein Stück weit eine Investition für den möglichen Weiterverkauf. Card kam auch noch vom freien Markt, Jungs, der ist echt stark, 19 Jahre jung, 67er Gesamtrating. Keine der 3 Neuzugänge finden einen Platz in der Startformation, weil da halt einfach ja schon die Gesamtstärke zu gut ist, aber das ist natürlich auch ein Stück weit von Vorteil, wenn man da in der Breite so gut auf den Kader zurückgreifen kann. Das ist dann auch unsere Bank, die auch ganz gut aussieht, also ich kann mich nicht beschweren, Jungs, wir sehen uns im Winter. Der erste Jahr
Januar für uns natürlich nur dafür da, um kurz auf die Tabelle zu schauen. Wir sind 11. das Manager-Level im roten Bereich. Ich hoffe, das ändert sich wieder. Ganz kurz der Blick auf unser Team. Bis auf Weber und Bayer sind jetzt alle schon auf der 70 plus und das bei manchen schon ziemlich deutlich. Also das Team verbessert sich kontinuierlich, wenn wir die Liga halten. Nächstes Jahr vielleicht ein Stück weit mehr Budget, das Team dann auf der 70 plus konstant zu bringen und dann vielleicht auch irgendwann mal einen Spieler, einen Top-Spieler zu verkaufen, der dann halt wirtschaftlich uns einen Haufen Kohle einbringt. Die erste Zweitligasaison neigt sich dem Ende zu. Sie ist zu Ende, Jungs. Wir sind nochmal gut nach oben gekommen und eigentlich auch nur ganz knapp dem Aufstieg, ja, verfehlt, sage ich einfach mal. 57 Punkte nach 34 Spieltagen, 4 Punkte hinter Relegationsplatz Heidenheim. Das ist unser Team, Jungs, im Hintergrund. Weber ist der einzige Spieler, der noch upgegradet werden muss. Das schaffen wir dann, denke ich, zur kommenden Saison. Kommende Saison ist das Stichwort. Wir gehen direkt in Saison Nummer 4. Vierte Saison, weiterer Anlauf. Empoli, Cardiff City und Sivasspor sind die Gegner hier. Das Team. Ihr wisst Bescheid. In Verteidigung und vielleicht im Zentrum noch nachlegen mit Geld. Ja, 7,6 Millionen, das ist in Ordnung. Wird aber natürlich auch wieder ein bisschen sinken, weil ich Verträge verlängern muss. Wie gesagt, wir müssen unserem Team einfach Zeit geben. Im Endeffekt brauchen wir Geduld, dann kommt der Rest von alleine. Ich werde die ganzen Verträge hier verlängern. Ja, wobei hier, manche wollen auch nicht verlängern. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie 1-2 Neuzugänge bekommen. Wieder mal endet das Vorbereitungsturnier für uns im Halbfinale. Wir verlieren nach 3 Siegen in der Gruppenphase wieder ganz knapp. Mandragora ist der Torschütze für Udinese. Wir haben schon ein bisschen was verkauft. 1 Million zahlen die Rangers für Weber. Wein für 1 Million zu Cruz Azul. Gallon, Ersatzstürmer Pogon Stettin 1,35. Und Evina 14 Millionen zu Beşiktaş. Somit haben wir jetzt einiges auf dem Konto, weshalb aber trotzdem natürlich erstmal die Innenverteidigung ausgebessert werden muss. Die Kaderplanung unsererseits ist abgeschlossen. Ihr seht den letzten Transfer hier gerade noch im Hintergrund, Jungs. Was die Innenverteidigungsposition angeht, haben wir hier Bastoni geholt. Das war der teuerste Neuzugang bis hierhin. 11 Millionen. Cassia als Backup, der hat eine Freigabesumme bekam aus Dortmund 3,2 Millionen. Sergio Gomez genauso. Freigabesumme aus Dortmund 77er Rating, gerade mal 4,2 Millionen. Und hier unten haben wir noch zwei freie Spieler geholt, die beide jetzt bei uns spielen, einfach um den Kader in der Breite besser aufzustellen. Sehr viel Aufwand mal wieder in der Transferphase, aber das Team steht. Ihr habt es im Hintergrund gerade noch mal kurz gesehen. Im DFB-Pokal sind wir eine Runde weiter, haben dagegen den Club gewonnen. Jetzt war der 1. FC Köln. Am 1. Januar sehen wir dann, wie es im DFB-Pokal, Bundesliga und natürlich vielleicht einen möglichen Aufstieg gelaufen ist. Wintertransferphase, das Team ist auf einem sehr, sehr guten Weg in Sachen Entwicklung. Wir sind auf Platz 7. Ja, in Sachen Aufstieg haben wir noch lange nichts mit zu tun. Will ich aber ehrlich gesagt auch noch nicht. Das Team verbessert sich zwar kontinuierlich und sieht vielleicht auch schon erstligawürdig aus, aber vielleicht noch Cotrain oder Bayer, vielleicht auch Pellegrini noch upgraden, dass das Team vielleicht konstant auf einer 75 plus ist. Und dann ist vielleicht auch der Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse möglich. Saison ist zu Ende, ist glaube ich die 4. Saison. Wir haben ab... Ach du Scheiße. Jungs, wir haben abgeschnitten auf Platz 2. Da habe ich ja niemals damit gerechnet. Wir spielen nächstes Jahr Bundesliga. Und das mit dem Team. Ich glaube, der Klassenerhalt, er wird schwierig. Wir müssen definitiv am Team was machen, Jungs. Aber das sollte machbar sein. Ich werde jetzt schon mal versuchen, vorzeitig Verträge für die kommende Saison zu verlängern. Und dann gehen wir in die erste Spielzeit, wo wir erstklassig sind. Da hätte ich niemals damit gerechnet, Jungs, aber ich hoffe natürlich auch auf ein Stück weit mehr Transferbudget, sodass wir da dann richtig zuschlagen können auf dem Transfermarkt. Bis gleich. Hier sind wir also, erstklassig, Vorbereitungsturnier, da drin Real Sociedad und die Wolves als Gegner, das ist unser Team. Oh mein Gott, ich bin echt richtig hype, Jungs, knapp 30 Millionen und plötzlich gönnt auch mal der Vorstand, Jungs. Wir werden natürlich weiterhin gucken, das Team in der Breite kontinuierlich nach oben zu bekommen. Wir werden wahrscheinlich erstmal im Zentrum und vielleicht auf der Rechtsverteidigerposition ansetzen. Ja, so im Allgemeinen die Außenverteidiger. Und dann gucken wir einfach mal, was sich machen lässt. Ihr werdet natürlich direkt auf dem Laufenden gehalten. Traditionell ausscheiden im Halbfinale gegen Newcastle. Alle drei Gruppenspiele nicht verloren. 2 Unentschieden gespielt, 1 gewonnen. Also bis dato ohne Niederlage. Und dann im Halbfinale, naja, das kann passieren, Jungs, auswärts bei Newcastle. Jetzt kümmern wir uns um die kompletten Transfers, weil es lässt sich diese Saison, denke ich, verhältnismäßig deutlich mehr machen als noch die Saisons davor. Jungs, der Deal ist fix. Es reicht tatsächlich. Wir hatten Geduld und haben 3 Neuzugänge. Tyler Adams soll für hinten rechts eigentlich jetzt spielen. Er kann zwar nur rechter Außenverteidiger, wir probieren es einfach auf der rechten Verteidigerposition. Neuzugang auch ein Sonki hier, kam per Freigabesumme von PSG. Adams kam vom FC Barcelona, auch Freigabesumme. Diop, auch Freigabesumme von Lyon. 14,7, Jungs, 3 richtig kranke Neuzugänge. Das Team werde ich euch gleich vorstellen. Vorher aber mal noch die Spieler, die dafür den Verein verlassen haben. Achso, es waren gar nicht so viel. Ich sehe nur Rechtsverteidiger Bayer? 9,2 Millionen, das war's. Also, wir haben auch kein Geld mehr, Jungs, müssen wir dazu sagen. 36 Euro Transferbudget. Das Team wird jetzt auf Vordermann gebracht. Pellegrini ist da jetzt als Rechtsverteidiger eingeteilt. Der kommt natürlich jetzt hier als Ersatz. Und ansonsten sieht das Team auch in der Breite sehr gut aus. Das ist unsere Startformation. Hier ist der Diop, der Neuzugang aus Lyon, Jungs. Richtig kranker Transfer. Das Team nimmt so langsam aber sicher Form an. Das nächste Ziel, rein vom Gesamtrating her, die 80 plus. Wir sind erstklassig und wir simulieren jetzt direkt in den Winter. Januar, es ist also das erste Mal der Blick
auf die erste Spielklasse ganz oben. Wir sind 15. mit 15 Punkten. Das ist in Ordnung. Wir haben gar kein Geld mehr. Das Team sieht im Hintergrund ein Kittia, war die ganze Hinrunde verletzt und anscheinend ist das auch noch immer nicht besser geworden. Wir müssen einfach gucken, dass wir ein Stück weit in Form kommen, dann einfach den Klassenerhalt hier festmachen können. Smith Rowe, einer der Top-Torjäger der Bundesliga, ist auch absolut krass, Jungs. Das Team nimmt Form an. 80 plus ist das nächste Ziel und ob wir das Ziel schon ein Stück weit näher kommen, das sehen wir dann, wenn wir am Ende der Saison angekommen sind. Ist hier Ende Mai gegen Ingolstadt, sind wir übrigens im Pokal raus in der zweiten Runde. Die erste Saison ist zu Ende. Abstieg oder Klassenerhalt, es ist die Klasse, die wir halten. Gerade so, wobei, was heißt gerade so, 11 Punkte vorm HSV, die müssen in die Relegation, 96 und Düsseldorf dürfen absteigen, beziehungsweise müssen absteigen. Und wir haben alle Verträge verlängert, haben da im Hintergrund unser Team und gehen direkt in die nächste Saison. Neue Saison, neues Glück. Die mittlerweile 5. oder 6. Saison, ich bin mir nicht ganz sicher hier. Auf jeden Fall Atalanta Bergamo, Firenze und Benfica sind die Gegner. Das, wie gesagt, unser Team. Vielleicht graden wir den Stürmer mal noch ab und gucken, dass man in der Defensive noch ein bisschen was hinbekommt. Wie viel Geld haben wir? Nur knapp 23 Millionen. Ja, der Vorstand rudert vielleicht ein bisschen zurück, aber das soll uns nicht dran hindern, den Kader weiter nach vorne zu bringen. Halbfinalfluch besiegt. Jetzt sind wir sogar ins Finale gekommen. Nketiah, Doppelpack nach seiner langen Verletzungspause zurück und beschert uns direkt mal das Vorbereitungsturnier als Gewinn. Ich glaube, bis zu 7 Millionen konnten wir da mitnehmen. Wir wussten aber von vornherein auch ein paar Verträge verlängern. Was bedeutet, wir stehen bei knapp 25 Millionen. Im Hintergrund laufen aber durchaus schon interessante Angebote für Spieler von uns. Einiges passiert. Kat hat den Verein verlassen Richtung Genk. Das war die Freigabesumme von 11,4 Millionen. Pellegrini 12,5 zu Hertha. Dann holt sich Bournemouth Nketiah zurück in die Premier League. 22,8 und 25,3 überweist Milan auf unser Konto für Tyler Adams. Wir brauchen einen neuen Rechtsverteidiger und ich weiß auch schon wen. Alvaro Odriozola kam also von Real Madrid. 41,6 Millionen Freigabesumme. 88er Rating auf der Rechtsverteidigerposition. Und das auf jeden Fall schon mal geupgradet. Bedeutet, jetzt haben wir trotzdem noch eine Lücke durch die Abgänge. Wir bräuchten noch einen neuen Stürmer. In Sachen Stürmer gedulden wir uns nochmal ein Stück weit, weil ich konnte das Angebot hier einfach nicht ausschlagen. Sander Berge, 84er Gesamtrating, 19,5 Millionen nur, weil der Vertrag da auslaufend war und er eine Freigabesumme hatte. Die haben wir in dem Fall gezogen und jetzt bin ich am Überlegen, das ganze Ding so zu gestalten, dass ich vielleicht sage, hier auf jeden Fall Sander Berge rein, Gomez dann vielleicht verkaufen und aufgrund von seiner Ablösesumme dann halt irgendwie gucken, dass man da noch einen Stürmer hinbekommt. Im allergrößten Notfall werde ich hier Eggestein natürlich spielen lassen, aber es wäre auf jeden Fall auch von Vorteil für uns, gerade qualitativ, wenn hier noch ein neuer Stürmer wäre. Einen weiteren Abgang zu vermelden, der Plan ist also aufgegangen, zumindest mal vorerst, oder der erste Schritt ist getan. Sergio Gomez, 31,5 Millionen zum FC Arsenal. Jetzt gucken wir, dass wir von dem eingenommenen Geld natürlich einen neuen Stürmer bekommen, aber wir dürfen keine weiteren Spieler verkaufen, Jungs. Ich habe jetzt schon wieder ein paar freie Spieler beobachtet. Einfach, dass der Kader in der Breite aufrechterhalten bleibt. Wir haben nur noch 3 Reservespieler und das ist zu wenig. So Jungs, ganz kurz alle Neuzugänge. Ihr seht hier im Hintergrund die freien Spieler. Da haben wir hier Roussin geholt. 17 Millionen kam von Augsburg. Sin kam, glaube ich, von Bordeaux. Soll neuer Stammspieler werden. Zumindest vorerst vorne in der Spitze. Berge ist bekannt. Odriozola auch. Das war's, Jungs. Das Team bringe ich auf Vordermann. Das stelle ich euch dann nochmal ganz kurz vor und dann simulieren wir auch schon in den Winter. Somit ist Roussin und dann Eggestein natürlich auch auf der Bank. Bringt dem Kader auch in der Breite nochmal etwas Qualität. Sin dann vorne drin. Der soll nächstes Jahr geupgradet werden. Jetzt vorerst mal mit einer 80 ist es, denke ich, in Ordnung. Dann gucken wir, dass die Dreierkette, also die Viererkette hier, mal abgesehen von Odriozola mit den restlichen 3 auch noch geupgradet werden kann. Das ist das unser Team, Jungs, das uns jetzt normalerweise bis ans Ende der Saison begleitet, weil wir auch kaum noch Geld übrig haben. Ich kümmere mich drum, Jungs, und gucke einfach mal noch nach ein paar Verträgen, die ich vorzeitig vielleicht schon mal für die kommende Saison verlängern kann. Und dann sehen wir uns auch wieder am Ende der Saison. Aber jetzt erstmal der Winter. Wintertransferphase, wie verläuft die zweite Saison? Erstklassig schon deutlich besser als die noch letztes Jahr. 17 Spiele, 25 Punkte, das Team auf einem sehr, sehr guten Weg. Es fehlt jetzt wirklich nur noch Ampandu auf die 80 und dann haben wir das Team überall auf der 80 plus. Ich bin absolut zufrieden, Jungs. Wir fucken gar nicht lange. Wir fackeln gar nicht lange, natürlich. Wir sind hier im DFB-Pokal raus gegen Dortmund. Das kann aber passieren. Wir gehen dann den 1. Mai. Nee, an Ende Mai, oder? Ja, hier, 12. Mai, das ist dann eine Beendigung der Saison und dann gucken wir einfach mal, wie es weiterläuft und gehen dann direkt in die nächste. Saison zu Ende, das war die 6. Saison, wenn mich nicht alles täuscht, wir stehen auf Platz 10. Ja, das ist in Ordnung, ist gar nicht so weit weg von den internationalen Plätzen, wenn man bedenkt, dass man mit etwas Glück auf Platz 7 international spielt, dann sind das nur 2 Punkte, 3 Punkte mehr und wir wären Europa League. Das Ganze haben wir uns am letzten Spieltag selbst verbockt im direkten Duell gegen Bremen, aber das müssen wir einfach so jetzt auch hinnehmen. Das ist das Team, wir gehen in die nächste Saison, Jungs. Das Team nimmt langsam ab
aber sicher Vormann. Vielleicht schaffen wir ja nächstes Jahr international. Wir etablieren uns so langsam aber sicher in der Erstklassigkeit. Lazio Rom, Valencia und der FC Liverpool sind jetzt die Gegner. Im Hintergrund wird, denke ich, auch im Kader einiges passieren. Ich will gerade die zwei Schwachstellen mit Sink und mit Ampadu verkaufen. Dafür gibt uns der Vorstand von vornherein auch schon mal 43 Millionen. Ich werde Verträge verlängern, bis zu 10 Millionen durchs Vorbereitungsturnier kann reingeholt werden. Das wäre natürlich auch extrem wichtig. Und dann sehen wir uns nachher, wenn ich euch alle Transfers vorstelle. Vorbereitungsturnier zu Ende. Wir sind ziemlich weit gekommen. Unter anderem auswärts bei Liverpool 3:0 gewonnen. Jetzt aber gegen Benfica 2:0 verloren im Finale. Was gar nicht so schlimm ist. Es ist einiges im Hintergrund aktuell am Laufen. Ich würde sagen, wir können einkaufen. 240 Millionen. Jetzt wundert ihr euch sicherlich. Sag mal, was ist da denn los? Ampadu zu Brighton & Hove 24,2. Diop 48 Millionen zu Juve. Dann Smith Rowe über 50 Millionen zu Leipzig. Dann ist hier auch noch Sink zu Valencia für 24. Chong zu Arsenal für knapp 59 und Eggestein für über 20 Millionen zu Valencia. Gleichzeitig aber müssen wir die komplette Offensivreihe, zumindest die Außenbahnspieler, neu ersetzen und wir brauchen auch einen neuen Innenverteidiger plus einen neuen zentralen Mittelfeldspieler. Also es wird einiges passieren. Wir haben sowas von rasiert, was die Neuzugänge angeht und wir profitieren bei jedem einzelnen Neuzugang von einer Freigabesumme. Dennis Geiger verbessert uns um einen Ratingpunkt im Vergleich zu Diop, der dazu vorgespielt hat. 9,1 Millionen, einfach nur, juckt die gar nicht. Dann hier Larsen kommt aus der La Liga, 37,9. Marcus Rashford nicht mal 55 Millionen und jetzt kommt das Beste, hier Malcolm. Jungs, gerade mal 200.000 über dem eigentlichen Marktwert, 89er Rating, genauso auch Marcus Rashford, Brun Larsen 85, Dennis Geiger 84, Jungs, ich stell die mal ganz kurz auf, wir haben danach noch immer Geld, wir brauchen aber auch noch einen Innenverteidiger. Sieht vorerst dann mal so aus, Jungs, Ragusa, der schlechteste Spieler bei uns im Kader ist Kapitän, das werden wir gleich ändern, aber wir brauchen jetzt noch einen neuen Innenverteidiger. Wir haben noch Duda verkauft und hier auch noch Nolan, ich hoffe nämlich jetzt, dass durch die restlichen paar Millionen, die wir jetzt noch eingenommen haben, eventuell Thilo Kehrer geleistet werden kann, 37,9 Millionen, also vorerst können wir auf jeden Fall mal die Freigabesumme ziehen, aber ob das restliche Geld fürs Gehalt reicht, wage ich zu bezweifeln. Nee, funktioniert so leider nicht, Jungs. Ich habe jetzt probiert, ich habe es mit allen Mitteln probiert, jegliche Varianten hier durchgemacht, aber Thilo Kehrer will noch zu viel Geld. Vielleicht ändert sich das jetzt. Oh, sie benötigen Bedenkzeit. Bitte kommt einfach mit einem positiven Ergebnis für mich zurück. Nee, Jungs, funktioniert leider nicht. Ich habe es jetzt auch nochmal probiert, bin wirklich hartnäckig geblieben und es ist dann normalerweise auch schon zu spät, um den jetzt noch zu holen. Es ist nicht mehr lang, dann ist der Transfer Deadline Day. Wir müssen das Geld irgendwie loswerden. Jungs, der Neuzugang ist da. Ich weiß zwar nicht, was er für ein Rating hat, das werden wir jetzt erst erfahren. Hier ist Sosa, nur eine 80. Ach du Scheiße. Und ich habe die Freigabesumme gezückt, Jungs, weil ich keine andere Wahl hatte hier. Ich wusste bei den anderen Spielern ja nichts davon. Bedeutet, das war jetzt ein absolut scheiß Geschäft, was wir hier gemacht haben. Aber im Endeffekt, Jungs, ist es jetzt egal. Wir haben in der Offensive so viel investiert, dass ich das jetzt einfach so mitnehme. Sosa kommt dann auf die Linksverteidigerposition. Nsoki kann Innenverteidiger spielen. Wir simulieren dann den Winter, beziehungsweise nee, wir simulieren direkt ans Ende der Saison, Jungs, und gucken da dann rückblickend auf die Bundesliga und auch auf dem DFB-Pokal. Die Saison neigt sich aber langsam dem Ende zu, Jungs. Wir sehen dann Red Bull Leipzig hier am 24. Mai. Wir sind also im DFB-Pokalfinale, was aber vorher viel, viel wichtiger ist, wie wir in der Bundesliga abgeschnitten haben, Jungs. Das sehen wir dann gleich. Wir simulieren jetzt nämlich einfach durch, Jungs. Ich will hier ins Finale gegen Leipzig und dann erst nach dem Finale lassen wir uns überraschen, wie die Tabellensituation aussieht. Das ist also unser Team. Malcolm fällt verletzungsbedingt aus und wir gehen rein, haben gesehen, dass Rashford, glaube ich, sogar jetzt schon die 90 erreicht hat. Gegen RB, Jungs, heißt es hier, sollten wir uns durch die Liga nicht international qualifiziert haben, was ich dennoch natürlich hoffe, weil das Team, denke ich, eigentlich so weit ist, dann können wir das Ganze hier mit einem Sieg für die Europa League tun. Maja aber mit dem 1:0 für Leipzig und das könnte dann auch der Pausenstand sein. Das ist der Pausenstand. Danach Rashford vom 11er-Punkt mit dem Ausgleich für uns. Ich hoffe, wir gelangen nicht mehr zu früh in Rückstand. Ich will in die Verlängerung oder ich will das Ding vielleicht gewinnen, Jungs. Ich will hier einfach auf Nummer sicher gehen. Ich weiß nicht, wie wir in der Liga abgeschnitten haben. Es ist kein Lucky Punch mehr. Es ist Bruma in der Verlängerung mit der Führung für RB zwischenzeitlich. Kommen wir zurück oder nicht? Nein, es bleibt beim 2-1. Und jetzt bitte enttäusch mich nicht. Sag, dass die Tabelle gut aussieht. Es gibt Jungs, wir gucken, was macht die Tabelle. Ich habe meine Augen noch zu, Jungs. Ich gehe jetzt langsam von unten nach oben und hoffe, dass ich uns hier irgendwo oben in der Tabelle sehe. Dortmund 6. Schalke 5. 4. Leverkusen, Bayern 60. Yes! Wegen einem Punkt hinter dem VfL Wolfsburg. Das ist mir aber relativ egal. Wir spielen nächstes Jahr Champions League und müssen das Team vielleicht in der Defensive einfach nur noch ein bisschen upgraden. Ansonsten sind wir da definitiv dafür gewappnet, Jungs. Ich habe richtig Bock. Wir gehen in die erste Champions League Saison, was, glaube ich, mittlerweile die 7. oder die 8. Saison der STG ist. Bis gleich. Nächste Saison, weiteres Vorbereitungsturnier. Die alte Dame, Real Madrid und Manchester City sind die Gegner. Das ist das Team. Ich will einiges verändern und es wird sich einiges ändern. 110 Millionen von Anfang an über den Vorstand.
Stand. Ich will einige Spieler verkaufen und will auf jeden Fall gucken, dass man in erster Linie die Defensive weiter stärkt. Und dann sollten wir uns normalerweise auch in der Champions League ganz gut etablieren können. Das Vorbereitungsturnier ist zu Ende. Wir waren mal wieder im Finale. Zuvor 4 Spiele, auch unter anderem da schon mal gegen die Königlichen gespielt. Da haben wir 3-1 gewonnen. Hier wird es jetzt ein 2-0, eine Niederlage. Wir verlieren das Finale, was nicht so wild ist. Es fehlen uns lediglich vielleicht 1-2 Millionen, die vielleicht entscheidend sein können. Aber hoffen wir es mal nicht. Gleich gibt es die ganzen Transfers im Überblick. Jungs, die Kaderplanung ist abgeschlossen. Ich werde euch aber nicht zeigen, wen wir wo gekauft haben, sondern alles jetzt in der Übersicht. Wir haben auch nur noch 6 Millionen. Verhältnismäßig hätten wir uns da anfangs drüber gefreut. Mittlerweile ist es allerdings nicht mehr so viel. Wir gucken drauf, Jungs. Wir sehen hier Banguera als Neuzugang. Gerade geholt. Ersatzkeeper kam von Hannover. Dann Baye ist zu Atalanta. 8 Millionen. Betancourt kam für 83,3 von Bayern. Das war die Freigabesumme. Dann ging Geiger zu Real Madrid. Deshalb der Ersatz hier mit dem Uruguayer Betancourt. 46,9. Weiter geht's mit Thilo Kehrer. 25 Millionen. Das war die Freigabesumme. Haben wir geholt von City. Real Madrid hat dann Varane abgegeben an uns für nur 43 Millionen. Hat ein 1 oder 92er Rating. Ist aber auch schon 31 oder 32. 32 ist er. Ja, daneben Niklas Süle. 29 Jahre. Jung noch im Verhältnis. 75 Millionen. Dann waren hier viele freie Spieler, die wir alle geholt haben. Konchrane ist zu Inter. Durin auch zu uns. Sosa für über 22 Millionen zu Monaco. Dann Bastoni für 55 zu Schalke. Und ein Socki zu guter Letzt für 30 Millionen. Also zu Liverpool. Das Team steht. Ich kann mich nicht beschweren. Ja, wir haben ein richtig starkes Team jetzt auch bei Sam. Und auch in der Breite ist das echt gut aufgestellt. Wir können uns da nicht beschweren. Haben wie gesagt durch freie Spieler den Kader auch wieder in der Breite etwas aufgefrischt. Und ansonsten gehen wir halt hier schon ein bisschen ins Risiko. Ja, Varane 32, Süle geht auf die 30 zu. Auch hier Betancourt, Kehrer ebenfalls. Aber das Risiko absichtlich gegangen, weil ich hoffe, dass wir vielleicht glücklicherweise direkt diese Saison die Champions League gewinnen und uns das dann nicht mehr negativ in Sachen Potenzial und Gesamtrating halt werden kann. Ja, sagt man das so? Ich hoffe. Ich stelle euch mal die Champions League Gruppe vor. Wir treffen auf dem FC Basel. Weiter geht's dann gegen die Monegassen und dann gegen Schachtyor Donetsk. Frankfurt im DFB-Pokal und wir sehen uns am 1. Januar hoffentlich dann mit einem Weiterkommen in der Königsklasse, was bedeutet Platz 1 oder Platz 2 in der Gruppe. Wintertransferphase. Ihr kennt den Hasen, Jungs. Das erste Mal international. Wir blicken zurück. Unentschieden zum Auftakt gegen Basel. Unentschieden auch gegen Monaco. Niederlage gegen Schachtyor Donetsk. Nein. Sieg, okay. Sieg, wichtig. Nein. Das hat niemals gereicht. Oh mein Gott! Es hat gereicht! Und, aber nur wegen der besseren Tordifferenz, Jungs. Ganz, ganz schlecht. Jetzt wartet der FC Chelsea im Achtelfinale. Wir können glücklich sein, dass wir hier eine Runde weiter sind, beziehungsweise ins Achtelfinale eingezogen sind in der Liga auf Platz 4. Das ist in Ordnung, Jungs. Die Mannschaft seht ihr im Hintergrund. Wie gesagt, ich erwarte einiges. Es wartet der FC Chelsea. Wir gehen ins Hinspiel. Hinspiel gegen den FC Chelsea. Odrio Zola und Früchtl waren lange verletzt. Jetzt ist Marcus Rashford verletzt. Einer der wichtigsten Spieler. Der beste Spieler vom Rating fehlt heute also in einem wichtigen Spiel gegen den FC Chelsea. Wir brauchen Tore. Am besten wenig Gegentore. Thielemans 1-0 für die Blues und die haben ordentlich eingekauft. Gerade auch was das Potenzial angeht, sind da doch sehr viele Spieler dabei, die jetzt wahrscheinlich so an die 90 gehen. Was heißt viel? Wahrscheinlich so gut wie jeder. Larsen hat ja zwischenzeitlich jetzt ausgeglichen. Mit einem 1-1 wäre ich ehrlich gesagt zufrieden. Das 1-1 ist okay. Damit gehen wir ins Rückspiel Stamford Bridge und hoffen, dass da Marcus Rashford wieder rechtzeitig fit wird. Diop war verletzt. Marcus Rashford war noch immer verletzt. Jetzt beide wieder fit und hier also bereit für die Stamford Bridge und wir wollen am besten in Führung gehen, um das eine Auswärtstor, das Chelsea bei uns erzielt hat, hier wieder zu egalisieren. Das ist passiert. Verzeiht mir auf jeden Fall das Vibrieren im Hintergrund, Jungs. Ich hatte mein Handy hier auf Vibration und das hat jetzt kurz eine Nachricht hier empfangen. Wir führen noch immer. Das sieht gar nicht schlecht aus. Das sieht echt nicht... Komm. Ein zweites. Ja! Es ist für uns Roussin. Das ist der Ersatzstürmer bei uns. Hat im Hinspiel noch gespielt, da nicht getroffen. Icardi nur noch mit dem Anschlusstreffer. Das ist das 2-1. Wir ziehen ins Viertelfinale ein. Wenn auch vielleicht glücklich in der Konstellation, Jungs, aber das haben wir uns verdient. Viertelfinale, let's go! Atletico Madrid wartet im Viertelfinale. Wir zu Beginn zu Hause, also bei uns ist es ja nicht mehr das Allianz-Stadion, nicht mehr die Allianz Arena, Allianz Stadium ist ja das von Juventus. Es ist, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht auswendig, was die Heimspielstätte vom TSV ist. Verbessert mich da gerne in den Kommentaren, Jungs. Ist es das Grünwalder Stadion oder irgendwie so? Ich bin mir nicht ganz sicher, also gerne unten in den Kommentaren das richtige Stadion, den richtigen Stadionnamen, die Verbesserung zum Stadionnamen unten rein. Hier steht es lange noch 0-0. Wenn wir das halten, wäre ich absolut zufrieden mit, weil dann könnten wir mit einem frühen Auswärtstor bei Madrid, ja okay, 0-0 ist in Ordnung, mit einem frühen Auswärtstor bei Madrid könnte dann die Ausgangslage direkt für die Madrilenen sehr schwierig werden. Estadio Wanda Metropolitano, auswärts also und hier von vornherein direkt mal auf das eine Auswärtstor und es ist da. Embolo zwar mit der frühen Führung für Atletico, aber in der gleichen Minute wahrscheinlich direkt der Anstoß Back Bentancur, dann mit dem 1-1 für uns, Jungs. Aktuell bedeutet das, also wir sind weiter. Die Verlängerung ist schon ausgeschlossen.
bei einem weiteren Tor, egal für welches Team, wäre das eigentlich dann schon so gut wie weiter. Es ist Kehrer, der sich hier verletzt. Ich hoffe, es ist nichts allzu Schlimmes. Bleibt's beim 1-1, sind wir durch. Trifft Atletico, sind sie durch. Und es bleibt dabei. Extrem wichtig. Bentancur, also der entscheidende Torschütze, der uns ins Halbfinale bringt. Dort müssen wir ins Etihad Stadium, wo zuvor die Roma und auch Liverpool ohne Chance rausgeflogen ist. Und via Thilo Kehrer ist wieder rechtzeitig fit geworden, macht das eine Auswärtstor. Zumindest stand jetzt das eine Auswärtstor. Es ist natürlich ein absolut krasses Team von den Citizens. Gabriel Jesus gleicht aus für die Sky Blues. Hüsey dann noch verletzt. Ich hoffe so auf ein 2-2. Malcolm 2-1. Fabian gleicht aus. Das ist bis hier eine gute Ausgangslage. Trent Alexander-Arnold dreht das Spiel aber komplett. Und plötzlich führt City hier zu Hause. Das ist dann wiederum doch nicht so das, was wir uns erhofft hatten. Wir verlieren das Spiel leider unglücklich mit 3-2. Wir haben aber zwei Auswärtstore. Was bedeutet ja ein 1-0, ein 2-1 oder auch ein 3-1 würde im Rückspiel reichen. Aber wir müssen halt erstmal gewinnen, um ins Champions-League-Finale zu kommen, Jungs. Das ist nämlich das Ziel und das wäre dann im ersten Anlauf in der Königsklasse direkt der Einzug ins Finale. Es ist noch ein weiter Weg bis ein mögliches Finale. Dafür müssen wir Manchester City bezwingen. 3-2 Hinspielniederlage bedeutet, wir sind von vornherein unter Zugzwang und gehen hoffentlich in Führung. Das wäre extrem wichtig. Wenn City allerdings in Führung gehen sollte, bräuchten wir 2 Tore. So brauchen wir 1. Diop 1-0 vor der Pause. Extrem wichtiger Zeitpunkt. Danach wird er dann auch ausgewechselt. War von vornherein nicht ganz fit. Hier aber könnte er der entscheidende Torschütze sein. Und es ist das 2-0, Niklas Süle. Und City braucht jetzt 2 Tore, um ins Champions-League-Finale zu kommen. Süle, Süle, Süle! 2-0 im Rückspiel in der Gesamtwertung also. Ein 4-3-Erfolg über Manchester City. Und selbst wenn sie noch einmal getroffen hätten, hätten wir in City, also bei Manchester, 2 Tore erzielt und sie bei uns nur 1. Somit ist das Ding hier einfach über die Bühne gerettet, Jungs. Mega geile Sache. Und wir sind hier, was die Tabelle in der Liga angeht, sind wir auf jeden Fall schon so gut wie sicher auf Platz 3. Was nur wichtig wäre für die kommende Saison, wenn wir das Champions-League-Finale nicht gewinnen sollten. Hier wartet jetzt Dortmund, da können wir vielleicht auch nochmal ganz kurz reingehen und das Ding skippen. Wenn wir das gewinnen, ziehen wir gleich auf mit der Borussia. Dafür müssen wir aber erstmal gewinnen. Wir gehen rein, wir skippen das Ding, es wird ein 1-1. Somit verteidigt Dortmund die 3 Punkte im Vorsprung und Bayern könnte die Meisterschaft schon fix gemacht haben. Nee, haben auch gepatzt, aber die Meisterschaft ist für uns außen vor. Ihr seht also die Tabelle, Jungs. Wir können maximal nur noch Dritter, nee, Zweiter werden. Aber egal, Platz 3 ist sicher. DFB-Pokal sind wir leider schon raus, bedeutet jetzt wartet das Champions-League-Finale. Hier ist nochmal ganz kurz der Turnierstammbaum. Milan gegen Real, gegen Valencia und gegen den FC Barcelona. Unsere Gegner sind bekannt. Gespielt wird im Estadio Santiago Bernabeu. Die Löwen also im Champions-League-Finale. Aus der 3. Liga in die Champions-League und in ein unfassbares Stadion, das eigentlich hier in Himmelblau und Weiß erleuchten soll. AC Milan natürlich in den Vereinsfarben Schwarz und Rot. Und wir, ja, die Bayerische vorne drauf. Der Löwe auf der Brust. 1860 München trifft auf den AC Mailand und das in einem unfassbar kranken Spiel. Hier ist der Henkelpott, der natürlich für beide Teams extrem wichtig werden könnte. Im Hintergrund seht ihr unser Team. Die gelb vorbelasteten Spieler sind für uns komplett irrelevant, weil es womöglich das letzte Spiel ist in dem so langen Weg dieser Sprint to Glory. Im Hintergrund seht ihr das Team. Ich bin extrem gespannt auf Spieler wie Malcolm Diop oder ich glaube auch, wobei Odriozola, Kehrer habe ich noch nie gespielt, Diop auch noch nie, Malcolm und Larsen glaube ich in dem Finale auch noch nicht. Extrem hyped, Jungs. Der Milan AC kommt mit Gianluigi Donnarumma im Tor. Wir sehen sehr viele junge Talente, die jetzt mittlerweile natürlich schon Routiniers sind. Hernandez, Romagnoli, Diop, Calabria, Castiero, Weigl, Dahoud, Laxalt, Jovic und vorne Baro neben dabei. Ich bin richtig hyped, Jungs. Wir natürlich in den hellblauen Trikots. Wir gehen rein. Die ganzen Highlights, die ganzen wichtigen Tore in einem solchen epischen Finale, Jungs. Natürlich hier bei mir. Und Jungs, ich bin hyped. Wir kommen direkt. Der erste Anlauf, das ist Rashford! Jawohl, Time Finish, 2. Minute, 1-0, das ist unfassbar. Und wie verteidigt Milan hier? Jungs, sorry, aber da musste ich komplett mal eskalieren direkt zu Beginn. Da habe ich wahrscheinlich absolut ins Mikrofon geschrien. Verzeiht mir das an der Stelle. Die Fans flippen aus, das ging viel zu leicht. Die sind hier komplett zu weit weg. Hier ist es glücklich, dass Diop noch an den Ball kommt. Und dann die Direktabnahme per perfektem Time Finish. Von Marcus Rashford nicht mal 2 Minuten gespielt und wir sind mit 1-0 in Führung. Boah, nächster Ball, Jakub Brunn-Larsen. Rashford ist eigentlich derjenige, der einleitet. Brunn-Larsen, da muss er vorbei, muss das Tempo irgendwie aufrechthalten, sucht die Flanke, aber dann ist Romagnoli mit nach hinten geeilt, Jungs. Zuvor hatte Laxalt, der Uruguayer, eine gute Chance für Milan, der ja durch seine unkonventionelle Haar- oder Frisur auffällt, der heute vielleicht auch über die Außenbahn gefährlich werden kann. Der hatte die einzige nennenswerte Chance bisher für Milan. Es war aber lange nicht so vergleichbar wie die, die wir hier gerade
mit Jakob Brun-Larsen haben. Wir versuchen Spielkontrolle, das schaffen wir bis dato auch. Jakob Brun-Larsen probiert es nochmal, Ball zurück. Dann ist es Bentancourt, der probiert es aus der Distanz. Fehlt aber ein guter Meter übers Tor. Gianluigi Donnarumma kann von hinten aufbauen und kann erstmal ein Stück weit Ruhe reinbringen, weil die Italiener hier doch sehr hektisch agieren. Nächster Anlauf, Außenbahn, das ist Malcolm von Hernandez verfolgt. Malcolm zieht in die Mitte und dann sucht er da Marcus Rashford oder auch Diop. Beide aber bekommen den Ball nicht und für Milan eventuell eine Chance zum Kontern. Hier vorne drin müssen wir natürlich gucken, dass wir Barrow oder auch Jovic im Griff haben. Das ist ein langer Ball, das sollte kein Problem sein für Thilo Kehrer, der schön auch noch, zwar etwas riskant auf Früchtel zurückspielt, aber das hat sich gelohnt. Vorne bleibt Castillejo liegen, da hoffen wir natürlich für ihn, dass es weitergeht. Wir eventuell jetzt aber im Gegenzug direkt die Konterchance. Malcolm nimmt den Ball hier schön zurück, Malcolm geht in die Lücke, dann suchen wir Diop, der auch schon hier ein sehr, sehr gutes Spiel macht, direkt zu Beginn. Gefällt mir, zieht zurück, sucht die Flanke, aber der Ball ist abgefälscht, durchschnaufen, ihr seht aber, es ist ein Hin und Her jetzt. Darauf folgende Ecke, Diop sucht Rashford, der Ball kommt leider zu kurz, sodass es kein Problem ist hinten drin für Issa Diop, den Ball zu klären. Neuzugang also von West Ham wahrscheinlich im Laufe dieser STG, Ball nach oben, das ist Jakob Brun-Larsen, der den Ball mit der engen Ballführung hier auch nochmal fast im 16er an dem Gegenspieler vorbeibekommt, aber dann schafft es Milan den vereinten Kräften, das Ding hier hinten rauszuklären und jetzt einen Konter vielleicht raus zu kreieren. Ja, das sieht immerhin mal nicht so schlecht aus, aber wir sind eigentlich auch immer wieder mit mehr Männern als Milan in der Offensive hinterm Ball, sodass es für uns rein in der Verteidigung doch sehr einfach gehalten wird. Jetzt die Lücke und im letzten Moment sind wir da mit Rafael Varane dazwischen und wenn wir jetzt den richtigen Moment finden, um Jakob Brun-Larsen zu schicken, könnte das gefährlich werden. Milan aber mal wieder da und wir sehen jetzt auch hier, die versuchen es auch durch Seiten wechseln, die Außenspieler lassen sich immer wieder ins Zentrum fallen, was vielleicht so ein bisschen jetzt ja die Taktik für die restlichen ja 50, 60 Spielminuten hier im Spiel machen sollen. Aber es ist noch zu wenig, es ist deutlich zu wenig. Wir kontern über Diop, der ist brutal stark, das hätte ich niemals gedacht. Der macht ein richtig gutes Spiel, ist immer wieder anspielbereit. Dann sucht er die Flanke, aber die ist wieder mal leider zu schwach. Keine Probleme für die Hintermannschaft von Milan. Jetzt ist Berge da, wir versuchen das Spiel breit zu machen. Odriozola, da wäre vielleicht auch der Weg hier auf Diop besser gewesen. Odriozola, dann ist der Ball mal wieder geklärt. Also ihr seht, es sind Ansätze, die ganz gut sind. Aber wenn es in den 16er geht, sind beide zu hektisch, beide einfach viel zu unkonzentriert und nicht effizient genug, wie auch hier. Das war gar keine schlechte Konterchance, die einfach mal wieder so verpufft. Auf geht's in Halbzeit 2. Anstoß von links nach rechts für die Italiener. Die sind unter Zugzwang. Wir führen nämlich mit 1:0 nach dem frühen Tor von Marcus Rashford. Bisher allerdings, Jungs, ihr habt's gesehen. Ich habe es jetzt auch gerade schon 3-4 Mal laufen lassen, was so eine Konterchance angeht. Es wird nicht wirklich gefährlich. Jetzt gefährlich. Jetzt das Tor! 2-0 Marcus Rashford. Und das ist komischerweise wieder direkt zu Beginn einer Halbzeit. In der zweiten Minute der ersten Halbzeit, in der dritten Minute der zweiten Halbzeit. Doppelpack Marcus Rashford. Das erste war natürlich deutlich spektakulärer, aber hier ist es dann schön in die Lücke gelaufen von Berge und dann zurückgelegt. Der Ball war noch abgefälscht, wäre aber, denke ich, dennoch reingegangen. Und somit führen wir mit 2:0 Rashford in der zweiten, Rashford in der 49. und Rashford zum Man of the Match? Fragezeichen. Aktuell ist er auf dem besten Weg dahin. Nächster Anlauf. Hier haben wir Alba eingewechselt für Diop und dann Rashford. Da wollte ich eigentlich den Ball auf Malcolm spielen. Das war aber leider nicht so gewollt vom Spieler, sage ich einfach mal. Jetzt ist hier Berge, der den Ball versucht festzumachen. Ball ist immer noch im 16er, ist gefährlich. Milan schafft es zu klären. Wir haben bereits bisher einmal gewechselt, Jungs. Das Team ist bis dato aber sonst noch fit. Diop war etwas angeschlagen, deshalb durfte der früher raus. Hatten bis hier ein starkes Spiel gemacht. Wir machen Spiel breit auf Thilo Kehrer, der dann hier unten Castillejo als Gegenspieler hat, der zurückzieht, sucht dann die Flanke, dann die Direktabnahme. Ball ist immer noch bei uns, ist wieder abgefälscht. Es gibt Eckball. Getreten von Marcus Rashford. Wir suchen den großen Spieler. Den haben wir hier nicht unbedingt mit Larsen, der trotzdem ins Kopfballduell geht und den Einwurf für uns rausholt. Wir müssen schnell machen, Jungs. Wir sehen, Milan ist irgendwie nicht wirklich dabei. Das ist Berge und das ist das 3-0. 66. Spielminute. Perfekt timed Finish. Keine Chance auch für den besten Keeper vom Rating her aktuell hier. Das ist Gianluigi Donnarumma. Es gibt keinen besseren zum aktuellen Zeitpunkt. Der hat, glaube ich, eine 93, wenn ich mich recht erinnere. Ball hier, Flanke, nee, Einwurf, Pop, Kopfball, Pass. Ja, ihr merkt es, Jungs. Die Kombination ist schon wieder alles andere als hundertprozentig souverän. Was aber souverän ist, ist unser Spiel. Wir führen mit 3:0 und jetzt gucken wir einfach, wie Milan die restlichen paar Minuten reagiert. Milan kommt, Früchtel ist draußen. Früchtel, oh mein Gott, was ein Tackling. Der ist kein Foul tatsächlich. Und wir spielen den Ball dann schnell nach vorne. Vielleicht gibt es da draus auch nochmal eine Konterchance. Aber Milan ist, ihr seht es trotzdem, mit sehr vielen Mann hinten dabei, weil sie irgendwie in der vorne auch in der Offensive
offensiv auch nichts mehr riskieren. Jakob Brunn-Larsen, 4-0. Das geht so einfach. 77. Spielminute. Gianluigi Donnarumma, habt ihr gesehen, der schnellt da direkt raus. Der flippt komplett aus, aber das mit völligem Recht, weil Milan jetzt förmlich auseinanderfällt. Und wir spielen kein gutes Spiel, das muss ich dazu sagen. Wir sind lange nicht souverän oder lange nicht in Bestform. Es wird uns aber auch wirklich deutlich einfacher gemacht. Und wieder können wir es über die Außenbahn ganz einfach aufziehen. Jakob Brunn-Larsen zum zweiten. Jakob Brunn-Larsen, Donnarumma, Abfälscher, nochmal Donnarumma. Was eine Parade. Wirklich der Einzige, der Leistung bringt, ist hier der italienische Nationalkeeper, der jetzt hier auch das zweite Ding noch hält und das spektakulär. Ansonsten wird er allerdings komplett vernachlässigt und komplett im Stich gelassen da hinten. Die reguläre Spielzeit gleich zu Ende. Wir bleiben jetzt einfach mal noch dabei. Wir kommentieren das Ding hier jetzt noch die restlichen paar Minuten mit. Nachspielzeit sollte gleich angezeigt werden. Es gibt 2 Minuten noch oben drauf. Aber das reicht natürlich nie und nimmer, um das Spiel hier für Milan noch zu drehen. Es gibt nochmal einen Freistoß. Rafael Varane geht da nicht unbedingt fair in den Zweikampf. Bleibt ein Stück weit hängen hier an Calabria. Castillejo dann hier halbrechte Position. Flanke kommt. Aber da ist Curicio, der Linksverteidiger. Der ist da. Der klärt Marcus Rashford. Das Spiel ist aus, der Schiedsrichter pfeift ab, wir gewinnen die Champions League und das mit sowas von hohem Abstand an Dominanz in dem Spiel, obwohl es wirklich kein perfektes Spiel war. Wir sehen, Josef Paulsen wurde eingewechselt, konnte aber auch nichts mehr dazu beitragen. Die Spieler jubeln natürlich, Jungs, und wir sehen uns bei der Pokalübergabe. Rafael Varane ist der Kapitän. Rafael Varane hebt jetzt dann den Henkelpott hier in die Luft und das ist er, Jungs. Die Löwen also sichern sich die Champions League. Es war eine mega geile STG, die tatsächlich auch nachhaltig und trotz der mega langen Aufnahmezeit extrem viel Laune gemacht hat, Jungs. Ich hoffe, euch ging es ebenfalls so. Wenn ja, dann lasst dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da, schreibt gerne auch einen Kommentar, Vorschläge für weitere STGs in der kommenden Woche. Und dann bedanke ich mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich würde das Video hier an der Stelle auch beenden. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich bin raus, haut rein und ciao.